Was machst du eigentlich immer an diesem Gerät? Ja, es gibt da so Leute, die laden da so Bilder und Videos hoch und dann gibt es so Leute wie mich, die gucken sich das halt an. Kann ich das vielleicht auch machen, mit diesen Bildern ins Internet machen? Und wie du das auch machen kannst, erkläre ich dir in dieser Video. Franziska erklärt mir endlich, wie ich Influencer werde und auf Instagram. Dann brauche ich Lisa nicht. Ich bin Sicherheitsmanager, Rainer Schwarzer. Markus, wie schrecklich. Komm wieder zu Kräften, Markus. Komm morgen wieder, dann passt alles. Hallo, Michelle. Hallo, Jade. Kennen Sie die Frau Torres? Wer ist das? Ja, das ist Jade de la Morta. De la Morta. Warum wollen Sie die Sozialarbeiterin werden? Na Schätzchen, weil ich diese Schule erschaffen habe. Sie haben diese Schule gebaut? Wenn wir diese Klonwelt erschaffen haben, dann hat jedes Wesen ein Abbild seiner selbst in einer anderen Welt. Jetzt wird es auch endlich Zeit, ihn einzusperren und seinen Thron einzunehmen. Das war's mit Lukas! Jetzt kommt Lukas. Moment, Moment. Nur eine Frage, Vater. Möchtest du mit mir mitkommen? In die Klonwelt? Nach Hause? Ja, Sohn. Ich bin bereit. Weißt du, jetzt wo ich hier bin, kann ich endlich deinen Platz einnehmen. Und du wirst der Schatten. Mein Schatten. So, in der Klonwelt wohne ich. Jesse, pass auf! Wer hätte gedacht, dass es so einfach sein kann, Vater? Hat sie das abgespeichert oder nicht? Wo sind sie hin? Ich glaube, die Frage ist eher, wo sind wir hin? Das muss die Klonwelt sein. Heißt das, hier gibt es noch mehr Klone? Wahrscheinlich. Also, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Keine Sorge, Lukas. Ich habe eine Idee. Versuchst du jetzt jemanden anzurufen oder was? Was? Nein, ich mache einen Aufruf. Pass auf. Hey Leute, hier ist wieder eure Jessie. Ich sitze hier mit meinem Homie, dem Lukas, fest in Dattenburg. Falls wer von euch eine Busverbindung kennt, schreibt's in die Kommentare. Folgt mir. Jesse, wie viele Follower hast du überhaupt? Moment. 7. Ja, wow, die werden uns ganz bestimmt hier rausholen. Hast du denn eine bessere Lösung? Na, wenn das hier die Klonwelt ist, dann müsste das ja das genaue Abbild von unserer Welt sein. Das klingt tatsächlich plausibel. Und das heißt, dass es hier dann sehr wahrscheinlich Menschen oder Klone geben kann, die uns helfen können. Du hast recht. Ich weiß auch schon, wo wir zuerst hingehen. Wohin denn? Zum Eismann? Hallo? Ich habe gesagt Eismann, nicht verzimmelter Kürbiskopf. Das ist Karottenkopf, unser Nachbar. Luca, was machst du denn schon wieder hier? Jesse und ich brauchen deine Hilfe. Was? Beim letzten Mal habt ihr euch nicht mehr verabschiedet, ja. Was? Er meint wahrscheinlich Klon, Lukas. Der war ja mit Lisa auch mal hier in dieser Welt. Und dann sind die beiden wahrscheinlich hier vorbeigekommen. Ja, beim letzten Mal warst du hier mit deiner komischen Schwester Lisa. Ich wundere mich immer noch, warum die frei ist, ob die frei gekommen ist. Was meinst du mit frei? Sag mal, Leute, die alle ein Gedächtnis verlassen, oder was ist los bei euch? Sogar ich komme jetzt auf den Scheißberg, mein Leben geht nur noch bergab. Immer nur bergab. Den ganzen Tag nur bergab. Er ist zu voll, Lukas. Das bringt nichts. Ja, ich glaube auch. Danke für die Hilfe, Karottenkopf. Für dich heißt er immer noch Orangios, Junge. Genau, Orangios, ja. Jesse, wir müssen mehr über diese Klonlisa rausfinden. Vielleicht finden wir dann auch irgendwas über meinen Klon raus. Das wäre eine Idee. Aber woher sollen wir wissen, wo sie sich befindet? Vielleicht sollten wir uns mal in der Schule umsehen.
Herr Schwachsinn, das sind Sie ja schon. Ja, ich war unterwegs ein bisschen behindert. Hoffen wir, dass heute alles mal ein bisschen läuft, dass alles glatt läuft, dass keiner umfällt, wa? Aber natürlich, schauen Sie sich hier ruhig um. Sie können ja auch hier den PC bewundern. Aber natürlich sind auch die ganzen Polizeiakten da. Also ist ja jetzt auch nicht so, als ob die mal weg gewesen wären. Sie können, schauen Sie sich um. Ich mache da nichts. Sieht ja ganz okay aus. Dann, ja, sauber ist es ja auch. Wie sage ich immer, porentief rein und dann erst heim. Aber ja. Das ist ja reiner Schwachsinn. Aber von der Optik so passt das so alles, finde ich. Ihr Empfangsbereich sieht so aus wie eine Küche aus dem Mittelalter, aber das geht schon fit, das mag ich. Also, wo ist denn Ihr Chef? Mit dem müsste ich auch noch mal kurz reden. Der Chef? Der wartet im Keller beim Giftgarten, bei den Rohren auf Sie, ja? Die wollen Sie sich bestimmt auch mal angucken, ne? Oh, nicht unbedingt so tief bin ich auch noch nicht gefallen. Verstehen Sie? Weil Rohre unterirdisch sind. Ja, meistens. Fanden Sie nicht witzig? Genau so lustig wie Ihr Name. Das hätten Sie nicht sagen sollen. So, Sie wollen sicher das Ergebnis haben. Jetzt schon? Aber Sie haben sich doch nur den Computer angeguckt. Ich habe schon genug gesehen, das hat mir gereicht. Das hört sich jetzt nicht so gut an. Herr Mückenhaupt, ich war nie hier, um die Wache zu begutachten. Nee, nee, nee. Ich war nur hier wegen Ihnen. Ja, aber um zu gucken, ob Sie der Retter der Welt sind. Hä? Aber ich dachte, die Wache des Landes wird hier gekürt. Ja, aber das Sie und Ihr Verhalten. Was? Und zu welchem Beschluss sind Sie jetzt gekommen? Ja, das tut mir sehr leid, aber... Ich muss furzen. So, wo war ich? Ja, genau. Herr Mückenhaupt, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich vorhin ein Eichhörnchen vor Ihrer Tür überfahren habe. Jetzt kommen Sie zum Punkt. Okay. Sie sind ein Tierhasser. Gut, ich verkünde nun, dass... Nee, tut mir leid, ich muss vorhin nochmal auf einen Lokus. Das ist ja reiner Schwachsinn hier. Sag mal, Markus. War das nicht gerade der Kontrolleur? Er musste schnell zum Lokus. Und was hat er gesagt? Ist er zufrieden? Keine Ahnung. Tja, wie keine Ahnung? Der muss doch irgendwas gesagt haben. Er hat nur gesagt, es tut mir leid, das. Naja, vielleicht guckt er sich unseren Keller noch an. Ich geh mal gucken. Vielleicht finde ich ihn. Mach das. Okay, bist du bereit? Ja. Hallo Internet, hier ist eure Jessie. Jessie, doch nicht dafür. Ach, du willst reingehen? Sag das doch gleich. Ja. So, wer von euch kann denn das Integral lösen? Hier, ich, Frau Zuckerstadt. Vielleicht auch mal wer anderes außer Daniel. Douglas, was ist denn mit dir? Ich habe das Gefühl, ich mache ständig den Unterricht mit Daniel alleine. Sie, ich verstehe das. Ich löse für Sie keine Integrale da. Und das kann ja nicht mal meine Mutter wissen, so, und die ist... Ja, die ist Käse, Forschungsassistentin Nummer 1, ich weiß. Genau. Hallo. Ach, Lukas, das ist aber schön, dass ich dich auch mal wieder sehe, Mensch. Mir egal, sind ja nicht meine Fehlstunden. Entschuldigung für die Störung, Frau Lehrerin, ich wollte meinen Sohn abmelden. Sohn? Du verlässt uns, Lukas. Sie sind dann wohl die Mutter von Lukas, nehme ich an. Ja, bin mit. Wissen Sie, Frau Zuckerstamm, wissen Sie, Frau Buttersack, meinem Sohn gefällt es hier an der Schule nicht mehr so. Deshalb suchen wir auch die Direktorin auf, um ihn abzumelden. Gang runter, erste Tür links. Treppe hoch, fünfte Glastür mit dem Stein einwerfen. Rolltreppe runter, Hausschuhe anziehen. Klopfen. Dann sind wir da. Nee, dann sind Sie wieder hier. Fragen Sie Ihren Lukas, wo es lang geht. Der war doch schon öfter. Frau Torres? Wer spricht? Lukas, die Frau Torres hat sich aber ein bisschen verändert. Nein, ich bin doch nicht Frau Torres. Frau Torres war die alte Schuldirektorin. Ich bin die neue. Jade de la Morta. Sie heißen wie die Schule? Wie kann das denn sein? Ich habe die Schule selbst erschaffen. Sie sind auch eine Hexe? Sind wir nicht alle Hexen? Tief in uns drin. Wo ist Frau Torres? Wir müssen dringend etwas mit ihr besprechen. Ah.
Das geht leider nicht mehr. Wisst ihr, Frau Torres ist tot. Was? Na, tot. Bub. Nicht mehr geordnet. Aber wie kann das denn sein? Ich dachte, die wäre eine der mächtigsten Hexen der Welt. Jetzt macht ihr einfach einen Abflug. Na, weißt du, das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Michi hatte andauernd irgendwelche Visionen. Und dann irgendwann, naja, ich weiß es nicht, diese Visionen mussten ihr zu Kopf gestiegen sein. Sie hatte andauernd Visionen von einem großen Bösen, was Dappenburg heimsuchte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie faselte dann irgendwas davon, die Magie geheim zu halten und sie zu vernichten. Das konnte ich natürlich nicht zulassen, denn hätte sie das geschafft, dann wären jetzt alle magischen Wesen im Nichts gelandet. Nein, das Nichts würde es dann auch nicht mehr geben. Sie wären ganz weg. Und wie konnte sie sterben? Naja, das war ein kleiner Unfall. Weißt du, Schätzchen, ich so machen, Auto so machen. Unfall. Was? Ich hab Michi eventuell überfahren. Was? Ich sagte doch, es war ein Unfall. Na super, wer soll uns denn jetzt noch helfen? Einen Moment. Können Sie uns helfen? Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Ich? Ich bin Jesse Pyro. Ah, wusste es doch, die böse Hexe des Westens. Wie bitte? Sind wir jetzt beim Zauberer von Ost? Rühre dich nicht, Hexe. Ich werde deine Peinigerin informieren. Oh, machen Sie jetzt Instagram? Darf ich mitmachen? Jesse, ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt gehen. Ihr geht nirgendwo hin. Dachtet wohl, ihr könntet mich in das Licht führen? Ja, hallo? Ja, die böse Hexe des Westens ist wieder da. Ja. Im Kostüm. Ich soll sie zu Ihnen schicken? Natürlich mache ich das, meine Königin. Deine Tyrannei hat bald ein Ende, Jesse. Und du hältst das wirklich für den richtigen Job für dich, Jade? Na klar. Weißt du, nach diesem lächerlichen Vorfall früher bin ich gar nicht mehr auf mein Leben klargekommen. Ich habe jahrelang nach etwas gesucht. Ach ja. Und was ist das? Einen Platz, wo ich untertauchen kann, so wie du, Michi. Das ist alles? Keine Hintergedanken? Na Michi, wie lange kennst du mich jetzt schon? Lang genug, um zu wissen, dass du sowas nicht aus Spaß machst. Und da ist sie wieder, die alte Michelle, so wie ich sie kenne und liebe. Wir haben uns zwar lange nicht gesehen, aber du bist noch genauso klug wie vorher. Du hast recht, ich bin hier, weil ich etwas fühle. Etwas Großes. Etwas Mächtiges, ja? Bist du hier, um dir die alleinige Macht anzureißen? Nein, Schätze, ich doch nicht. Es ist nur so, ich hatte vor kurzem eine Vision, oder besser gesagt eine Mischung aus Vision und... Vergangenheit. Genau, Vergangenheit. Woher weißt du das? Ja, ich schätze, wir hatten beide die gleiche. Kannst du dich denn noch daran erinnern? Nein. Mir wird nur bewusst, dass uns etwas Böses erwartet. Das ist bei mir genauso. Nur bei mir ist es so, dass mich nicht etwas Böses erwartet, sondern ich habe das Gefühl, es ist etwas Großartiges und Herrliches. Etwas sehr, sehr Mächtiges, das uns von Vorteil wäre. Das ist sehr komisch. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer von uns beiden richtig liegt. Nun, ich schätze, das müssen wir abwarten. Lukas, was denkst du? Was erwartet uns da drin? Ich weiß es nicht. Irgendwas Kaltes, so viel steht fest. Das ist wohl eine Einladung. Komm, gehen wir rein. Es ist irgendwie noch größer als Schloss Fortescu. Ja, kaum zu glauben. Wie kann dieses Schloss eigentlich existieren? Müsste es eigentlich da nicht auch im Dattenbach stehen? Es ist doch das genaue Abbild von dieser Welt, dachte ich. Ja, das ist schon komisch. Jesse, Vorsicht, da kommt jemand. Tarnung aktivieren. Ach, Jade, du musst noch einiges über Dappenburg lernen.
Icy? Ich muss euch, denke ich, aufklären, weil so, wie es scheint, habt ihr noch nicht viel Erfahrung mit meiner Stadt gemacht. Deiner Stadt? Hey! Ich bin die Schneekönigin dieses Dorfes. Also bitte sprecht mich auch so an. So, die Wachen gucken, jetzt könnt ihr wieder nochmal. Wie Sie wünschen, Königin Icy. Eine Frage müssen Sie mir erklären, Königin Frau. Ich dachte, jeder Klon hat das gleiche Schicksal wie das Ebenbild. Das heißt, wenn mit der realen Person in unserer Welt was passiert, dann passiert dem Klon das Gleiche, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, also, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Du hast einen Mensch, der stirbt an Krebs. Dann passiert das Gleiche mit seinem Klon womöglich auch. Schlechtes Beispiel. Oder jemandem werden die Gedärme entnommen und als Schmuck verwendet, das... Ich denke, wir haben es verstanden. Eure Hoheit. Passiert dem Klon auch. Aber warum dann Jein? Als diese Welt, Klonwelt, wie ihr sie nennt, erschaffen wurde, muss wohl irgendwas schiefgelaufen sein. Inwiefern? Naja, es gibt Menschen, die sind von diesem Schicksal getrennt. Wird jemand erdrosselt, passiert das dem Klon nicht. Woran erkennt man diese Ausnahmeperson? Oh, langsam wird's echt kalt. Nun, ich bin jetzt natürlich keine Forscherin, aber ich würde sagen, gar nicht. Na super. Aber Königin Icy, verraten Sie uns eins. Was ist hier mit Frau Torres passiert? Es tut mir leid, aber da kann ich euch nicht weiterhelfen. Jetzt sagen Sie schon. Ich kann aber nicht. Ich weiß selber nichts. Michelle Torres ist vor ein paar Tagen spurlos verschwunden, als plötzlich diese ominöse Jade de la Morta aufgetaucht ist, wie sie sich selber... Haben Sie vielleicht irgendwelche Hintergrundinformationen zu dieser de la Morta? Ja, ich habe eine Befürchtung. Ich habe viel über eure Welt gelesen. Es gibt da einige Bücher. Und in einem Buch habe ich damals etwas über einen Hexenrat gelesen, der irgendwie unsere Welt, ich weiß es nicht, aber der scheint unsere Welt erschaffen zu haben. Dattenburg. Das Seltsame daran ist nur, dass es diesen Rat in unserer Welt nie gegeben hat. Lukas, wolltest du eigentlich nicht zu dieser Klon? Du hast recht, wir sollten uns wirklich beeilen. Königin Icy, mein Klon, der macht in unserer Welt Terror und er hat meinen Vater als Geisel. Das kann nicht sein. Das ist alles meine Schuld. Wie? Was haben Sie denn damit zu tun? Ich habe ihm selber zur Magie verholfen. Er muss es irgendwie geschafft haben, dass die Magie in sein Blut eingedrungen ist. Moment, nur mal von vorne. Durch sie, durch euch ist er so böse geworden. Also von böse werden weiß ich nix. Er war nur hier und fragte mich nach einem Zaubertrank, mit dem er meinem Klon schaden kann. Das wissen wir, das hat er auch geschafft. Die Icy in unserer Welt, die ist im Relikt gefangen. Oh, gut. Ich hätte da eventuell eine Möglichkeit oder eine Idee, wie du mit deinem Klon verfahren könntest. Da gibt es jemand, der dir helfen könnte. Und die wäre... Ich will ja weg. Woher weißt du, dass es eine sie ist? Sei vorsichtig. Mädels, mir wurde eine Sache bewusst, die uns Probleme bereitet. Spricht er mit uns? Ja, er sagt Mädels. Wir sehen für ihn jung aus. Ziel erreicht, Schwester. Was wurde dir denn bewusst? Lukas ist mein Klon. Unsere Leben hängen also miteinander zusammen. Wenn ich ihn beseitige, dann schaufel ich mir mein eigenes Grab. Das fällt dir ja früh auf, Kollege. Guck ihn dir an, Stormy. So ungebildet und doch so boshaft. Das ist ja fast eine Begabung. Im negativen Sinne. Und er weiß sich trotzdem nicht zu helfen. Wie soll ich mir denn auch zu helfen wissen, wenn ich nicht mal weiß, wie Dattenburg und Dattenbach zusammenhängen? Na, ganz einfach, Lukas. Der Hexenrat hat damals die Klonwelt erschaffen und natürlich auch die Regeln dazu gemacht. Also muss ich diesen Rat finden und ihn zwingen, für mich die Regeln zu ändern. Ja, versuch das mal. Der Rat, der ist schon lange gespalten. Wie gespalten? Na, die drei Mächte sind nicht mehr miteinander verbunden. Um den Rat wiederherzustellen, müssen sich die drei Mächte an einem Ort versammeln und den Rat neu gründen. Dann suchen wir diese drei Leute und gut ist. Ja, wenn das nur gehen würde. Ich habe da nämlich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute... Zwei dieser drei Mächte befinden sich hier in Dattenbach. Das wird also einfach, die zusammenzukehren. Die schlechte Nachricht ist jedoch, das dritte Ratsmitglied ist tot. Wer sind die drei Mächte? Icy, darf ich es ihm sagen? Sie heißen Michelle Torres, Jade de la Morta und Mr. True. Okay, Michelle Torres kenne ich, das ist meine ehemalige Direktorin. Und wer von den anderen beiden ist jetzt tot? Mr. Krul.
Dann sieht unser Plan wie folgt aus, Mädels. Wir erwecken diesen Mr. Krul wieder zum Leben, zwingen ihn dazu, den Hexenrat wieder zu vollenden und dann werden die drei, der Hexenrat für mich, die Regeln ändern und die Klonwelt von der anderen Klonwelt trennen. Endlich ein bisschen wärmer. Warum ist diese Eise so viel besser als die in unserer Welt? Schenkt mir sogar einen Pullover. Okay. Dieser? Lukas, ist es wahr, du lebst? Also ich bin nicht dein Bruder, ich bin sein Klon. Ach so? Ja, und ich brauche dringend deine Hilfe. Mein Klon, also dein Bruder, der ist irgendwie böse geworden und will mich jetzt aus dem Weg räumen. Hast du vielleicht irgendwie eine Ahnung, wie er so böse geworden ist oder wie man ihn aufhalten kann? Ja, vielleicht. Eine Idee hätte ich auf jeden Fall. Kannst du sie mir sagen? Ja. Unter einer Bedingung. Lass mich hier raus. Was? Sorry, aber das kann ich nicht tun. Warum nicht, Lukas? Da vorne, da liegt ein Zaubertrank. Wenn du ihn über das Gitter träufelst, dann geht der Käfig, der geht kaputt. Aber du wurdest bestimmt aus gutem Grund eingesperrt. Ja, das gebe ich zu. Aber ich hab mich geändert. Ja, Lukas. Aber du weißt, dass ich niemandem was antun würde. Die Schneekönigin ist es. Sie ist die wahre Böse. Sie ist dafür das verantwortlich alles. Ich habe nichts gemacht. Nichts. Okay, ich werd's tun. Danke, Lukas. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. So, du bist frei. Und jetzt sag mir, was mit meinem Bruder los ist. Also, das Ganze fing schon in meiner Kindheit an. Ich wurde von allen verstoßen. Ich wurde von meiner eigenen Mutter verachtet. Sie hat mich nicht mal beachtet. Lukas wurde immer geliebt und ich nicht. Das ist grausam. Eines Nachts habe ich einen grässlichen Schrei mitgekriegt. Von meiner Mutter und meinem Vater. Und ich habe ihm am nächsten Morgen habe ich ihm Rattengift in den Tee getan. Und dann fiel er fiel einfach tot um. Nein, Bruderherz, das, was ich dir jetzt erzählen werde, das ist der Wahnsinn. Also, am nächsten Tag, als Lukas das dann rausgefunden hat, dann hat er mir gesagt, er würde das verschweigen. Allen würde er das verschweigen und das nicht sagen, was er gesehen hat von mir. Lisa. Aber dieser Verlang von Bruder hat es meiner Mutter erzählt. Und ich habe mir geschworen, ich werde jeden das Genick brechen, der davon erfährt. Nur mein Bruder, der hat es bisher geschafft, mir zu entwischen. Aber jetzt dank dir, sieht es so aus, als könnte ich ihn endlich fassen. Irgendwann hat auch die Schneekönigin davon mitbekommen. Und dann habe ich sie hat mich eingesperrt hier unten. Und jetzt bin ich endlich wieder frei und ich kann mich endlich rächen. Du solltest lieber wieder in den Kerker. Das werden wir sehen. Jetzt bin ich frei. Jetzt ist meine Zeit. Mann. Jesse, ich hab's erkannt. Was hast du erkannt? Clontaurus muss recht gehabt haben. Der Lamorte hat die Wahrheit gesagt. Lukas, jetzt verwirr mich nicht, wir haben gerade ein großes Problem. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn eine gewisse Frau Ihnen in nächster Zeit etwas Gesellschaft leisten würde? Sie wollen hier einziehen. Ich bin eure neue Klassenlehrerin, ich bin quasi die Nachfolgerin von Frau Zuckerstadt. Ich lasse eine von euch frei. Ehrlich?
Er will uns reinlegen. Die Y-Hexen sind doch in diesem Relikt gefangen. Stimmt. Und dieses Relikt hat... Klon Lukas. Es wird Zeit, dass ich endlich meine Entschädigung bekomme. Entschädigung? Du hast das Land damals terrorisiert. Und ich dachte, dich einzusperren und dann irgendwann wieder rauszulassen, das würde dafür sorgen, dass dein Verstand mal wieder normaler wird. Wir werden das jetzt beenden, du und ich. Dann kann mein Sohn die Arbeit verrichten. Bist du bekloppt? Lass mich gehen. Mein richtiger Sohn wird so stolz auf mich sein. I see. Hallo. So, und du bist also mein persönlicher Klon, die Schneekönigin.